Guten Morgen oder Buongiorno oder Bonjour. In der Schweiz ist es nicht so ganz sicher, was man sagen muss und wie man reden muss. Jeder redet irgendwas und keiner versteht den anderen, aber es geht dann schon irgendwie. Also man spricht hier schon auf Deutsch, zumindest in den touristischen Hotels und Restaurants geht schon noch. Wir werden heute über die Landesgrenze fahren, also von der italienischen Schweiz nach dem echten Italien. Das ist ungefähr ja, so zwei Drittel vom See, glaube ich, ist die Grenze unten. Und wir bleiben aber heute noch einen Tag am Lago Maggiore und dann schauen wir weiter, wie es geht. Heißt, wahrscheinlich ist die Tour recht eben am See entlang. Schöne Tour, wir sind sie schon mal gefahren, 2012, schon lange her, aber wir sind gespannt, was sich getan hat. Und hier hinten sieht man noch ein paar alte Gebäude von Locarno, sonst ist nicht mehr recht viel übrig geblieben. Gestern an unserem Ruhetag haben wir das Kloster besichtigt, das am Berg oben ist, ein Franziskanerkloster, sehr interessant. Also Locarno lohnt sich auf jeden Fall auch mal herzukommen und Urlaub zu machen. Wir hatten auf jeden Fall einen schönen Ruhetag, aber wir müssen Ciao sagen, weil wir müssen ja noch weiter. Ciao, Locarno.